Ich werde heute mit meiner Mom das erste Mal Nusret probieren und werde euch sagen, ob es sich lohnt oder nicht. Am Eingang von Nusret sieht man direkt, was man bekommt und wie das Fleisch angerichtet wird, damit, falls sich ein Veganer verlaufen hat, weiß, dass er im falschen Lokal ist. Während ich gewartet habe, habe ich schon den Kumpel Nusret gesehen. Der Mitarbeiter hat natürlich direkt gemeldet, dass ich gekommen bin, da hat der Dude alles stehen und liegen lassen, um mit mir ein Foto machen zu können. Als ich die Karte aufgeschlagen habe, wusste ich, das wird nicht günstig. Dann kam die Ansage in der Küche: Ey Minions, pass auf die Bestellung von Alpay besonders gut auf. Ich glaube, 80% der Gäste, und das ist nicht übertrieben, haben alle ihr Fleisch mit Goldblatt bestellt, damit Nusret höchstpersönlich das Fleisch vorbereitet. Ich hingegen habe so einen Steakburger bestellt, was sehr saftig geschmeckt hat. Ich würde sagen 9 von 10. Und noch ein Nusret-Special, wo das Fleisch vor dir angerichtet wird. Oh, das gibt eine Kündigung. Die Stücke werden auf dem Teller verteilt und in heißem Fett angebraten. Bist du vegan für Rosalinde? Als Nachspeise gab es das bekannte Baklava mit Eis. Doch nicht. Aber jetzt. Geschmackstest 10 von 10. Am Ende habe ich ca. 2000 Lira bezahlt. Ich soll euch von Nusret aus sagen, dass es sich lohnt. Also es lohnt sich wirklich.